Hallo liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Boxtraining von mir. Heute tun wir uns erstmal aufwärmen und dann schauen wir ein paar Boxkombinationen vom Spiegel mit Hanteln und halt ohne Hanteln. Immer eine Runde mit Hanteln die Minute und dann legt ihr die Hanteln gleich weg und schlägt die Kombinationen, dieselbe Kombination ohne Hanteln. Und ihr könnt euch aussuchen, welche Hanteln ihr nehmt, entweder 1 Kilo Hanteln oder 0,5. Ich nehme heute 1 Kilo Hanteln. Okay, wir beginnen mit dem Aufwärmprogramm. Als erstes machen wir 25 mal den Hampelmann. Schön locker fangen wir an. Nächste Aufgabe, jetzt klatschen wir unter den Beinen ab, immer abwechselnd, auch 25 Mal, 5, 6, einmal links, einmal rechts, 2, 9, 10, 11, 12, 25, sehr gut. Nächste Aufgabe, jetzt die Knie-Ellbogen zusammen. Immer abwechselnd wieder. Einmal links, einmal rechts ist 2. Und 25. So, nächste Aufgabe. Jetzt kreisen wir die Arme nach vorne. 12 Mal und dann zurück. 12 Mal. Und jetzt 12 Mal zurück. Dieselbe Aufgabe jetzt einmal umkreisen. 12 Mal nach außen schmeißen in eine Richtung. 1, 2, 3, 4, 12 Mal und dann die andere Richtung kreisen. Jetzt nach innen kreisen. Nächste Aufgabe. Jetzt wärmen wir den Oberkörper auf. Jetzt kreisen wir den Oberkörper 6 Mal links rum. Und dann 6 Mal in die andere Richtung. Und dann wieder 6 Mal in die andere Richtung. Schön den Oberkörper weit rauskreisen. Und dann in die andere Richtung 6 Mal. Nächste Aufgabe, jetzt tun wir den Knie erstmal nach oben hin und dann zur Seite. Auch, und die Beine mal abwechseln, einmal das linke Bein, einmal das rechte Bein. Wieder 25 Mal. Einmal das linke Bein und einmal das rechte Bein bis 2. Und 25. Sehr gut. Und jetzt nächste Aufgabe. Jetzt machen wir den Diagonalschlag. Mit der linken Hand bekommen wir das rechte Bein, den rechten Fuß und dann mit der rechten Hand das linke Fuß. Immer abwechselnd. Einmal links und einmal rechts.
Wieder 25 Mal. Nächste Aufgabe, jetzt stellen wir uns diagonal hin. Diagonal frontal hin. Und jetzt tun wir mit dem linken Fuß, das rechte Fuß berühren. Und dann stehen wir auf und schlagen rechts gerade. Und dann als nächstes schlagen wir mit der rechten Hand runter aufs linke Fuß und stehen auf und schlagen mit links gerade. Also immer links, rechts und dann rechts, links. Links, rechts und dann mit der rechten, jetzt mit der rechten Hand anfangen. Rechte Hand, linkes Fuß, rechts, links. Immer abwechselnd. 1, 2 und 1, 2. Einmal links anfangen, einmal rechts anfangen. Wieder 25 Mal. Hier gilt wieder dasselbe, einmal links, rechts, einmal rechts, links ist 2. Jetzt nächste Aufgabe. Jetzt tun wir die Beine auseinanderstellen und jetzt tun wir uns leicht stretchen. Zweimal berühren wir in der Mitte des Boden und dann zweimal den rechten Fuß und dann zweimal links. Wieder zweimal Mitte, zweimal den rechten Fuß. Zweimal den linken Fuß. Also immer abwechselnd. Okay, dann nächste Aufgabe. Wir bleiben in der Position. Jetzt probieren wir mit der linken Hand den rechten Fuß und aber schauen hoch auf die andere Hand. Und dann jetzt mit der rechten Hand den linken Fuß berühren und hoch auf die linke Hand. Hoch schon auf die rechte Hand und dann hoch schon auf die linke. Immer abwechselnd. Machen wir 24 Mal. 1, 2. Links, rechts ist wieder 2. Okay, das war das Aufwärmprogramm von mir. Jetzt können wir mit dem Boxtraining beginnen. So Freunde, wir machen jetzt 8 Kombinationen. Ihr könnt euch einen Timer stellen. Also immer, ihr arbeitet 1 Minute mit Hanteln und dann habt ihr 30 Sekunden Pause, da legt ihr die Hanteln weg und dann macht ihr dieselbe Kombination ohne Hanteln. Und dann beginnt ihr halt wieder mit der nächsten. Beginnen wir mit der nächsten Kombination mit Hanteln. Und dann wieder kurz Pause, Hanteln weglegen und dann dieselbe Funktion wieder umfassen. Ich habe jetzt mir einen Timer gestellt mit 16 Minuten. 1 Minute Arbeit, 30 Sekunden Pause. Okay, wir beginnen mit der ersten Kombination. Erste Kombination, wir schlagen links, rechts, vorwärts und dann links, rechts im Rückwärtsgang. Links, rechts, vorwärts, links, rechts, zurück. Hier müsst ihr darauf achten, dass ihr, wenn ihr links, rechts im Rückwärtsgang schlägt, dass ihr die Beine übertretet. Linkes Bein, links gerade, linkes Bein zurück,
rechts gerade, rechtes Bein zurück. Links nicht vorwärts, links nicht zurück. Schön die Beine übertreten im Rückwärtsgang. Links nicht vorwärts, links, rechts, zurück. Beine übertreten. Handeln weglegen. Jetzt machen wir kurz Pause, 20 Sekunden Atmung und dann legt ihr die Hand weg. Jetzt macht ihr dieselbe Kombination ohne Hand. Okay, fertig machen und los geht's. Eins nach vorwärts, eins zurück. Okay, jetzt nehmt ihr wieder die Hanteln. Jetzt machen wir eine andere Kombination. Kurz durchatmen. Als nächstes schlagen wir jetzt Doppeljab vorwärts, Doppeljab und dann Doppeljab im Rückwärtsgang. Und los geht's. Hier müsst ihr darauf achten, wenn ihr Doppeljab vorwärts schlägt, damit dass ihr die rechte vorm Kinn hält, damit ihr die Schläge vom Gegner immer abblocken könnt hier. Jab, Jab und dann Jab, Jab und dann geht's gar nicht. Doppeljab vorwärts und dann zwei Schritte zurück. Bei jedem Schlag aber auch ausatmen, ja? Ihr könnt selber entscheiden, wie ihr ausatmet, entweder durch die Nase oder durch den Mund. Jetzt dieselbe Kombination ohne Handeln. Schön während der Pause die Arme auflockern. Wenn ihr fit seid, könnt ihr euch so warm halten mit Springen, leicht springen. Aber jetzt beginnt ihr nicht so gut. Thank you.
Okay. Jetzt wieder die Hantel nehmen. Jetzt kommt die dritte Konversion. Hasene schlagen wir links, links, und die rechte dazu noch. Und dann dieselbe Konversion wieder im Rückwärtsgang. Links ist rechts vorwärts, links ist rechts im Rückwärtsgang. Alle, die Linkshänder sind, die Rechtsfußleger sind, die fangen ja mit der rechten Hand an. Die schlagen dann rechts, links, links. Und dann rechts, rechts, links im Rückwärtsgang. Alles spiegelverkehrt. Ich bin Rechtshänder, deswegen fange ich mit der linken Hand an. Links, links, rechts. Links, links, rechts. Und los geht's. Und versucht immer ohne Kraft zu schlagen. Schmeißt einfach die Hände raus. Ohne Kraft zu benutzen. Ich schmeiß einfach meine Hände. Ich benutze gar nicht mal 1% Kraft. Okay, dann nächste Kombination. Jetzt fangen wir mit der vierten Kombination an. Als nächstes schlagen wir jetzt drei Jabs. Jab, Jab, Jab. Und wir schlagen den zur Seite, leicht zur Seite. Rechts, links, rechts. Und dann Rückwärtsgang links, rechts, links. Und ihr fangt andersrum an. Links, rechts, links. Und dann auf der anderen Seite anfangen. Rechts, links, rechts. Es ist dafür gedacht, das zur Seite schlagen, dass wir den Gegner mit dem Jab finden. Weil er bewegt ja seinen Oberkörper, seinen Kopf immer weg und wir versuchen ihn mit dem Jab zu treffen. Jab, Jab, Jab und dann nehme ich ihn dran. Jab, Jab, Jab. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wie gesagt, entweder fangt ihr links an oder rechts. Okay, Hand weglegen. Währenddessen könnt ihr zu was trinken, am besten Wasser, immer einen Schluck Wasser trinken während der Pause. Und jetzt dieselbe Aufgabe.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1
Und dann rechts wieder Kopf und wieder aufstehen, ja? Nicht unten bleiben. Kopf, Körper und mit rechts wieder aufstehen. Kopf, Körper, Kopf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und jetzt beginnen wir die Übung ohne Atmung. Kopf, Körper und rechts Bauch aufstehen. Sehr gut. Jetzt als nächstes schlagen wir links, rechts, Haken und dann im Rückwärtsgang dasselbe. Links, rechts und Haken raus im Rückwärtsgang. Links, rechts, Haken vorwärts und dann links, rechts, Haken rückwärts. Rechter Schläger beginnt mit rechts. Die schlagen rechts, links und mit dem rechten Haken. Links, rechts, Haken und dann im Rückwärtsgang. Links, rechts, Haken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier gilt wieder dasselbe. Links, rechts, Haken vorwärts und dann beim Rückwärtsgang wieder die Beine übertreten. Links, rechts und dann Haken raus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wenn ihr den Haken schlägt, lasst die rechte hier. Hier am Kinn. Links, rechts, Haken. Weil das ist wichtig, falls der Gegner auch einen Haken schlägt, dass ihr hier geschützt seid. Haken und den die rechte hier oben lassen. Links, rechts, Haken. Und dann links, rechts, Haken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann jetzt dieselbe Aufgabe ohne Hand. Das ist die vorletzte Aufgabe. Nicht vergessen, währenddessen ein bisschen Wasser zu trinken. Und los geht's. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die rechte hier oben lassen. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und hier gilt wieder dasselbe. Immer die ohne Kraft schlagen. Schmeiß einfach die Hände raus. Wie eine Peitsche. Kein Prozent Kraft benutzen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und immer schön vom Kinn ausschlagen. 1, 2, 3. Und rückwärts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Okay, kurze Pause. Jetzt wieder die Hand hinlegen. Dann machen wir die letzte Aufgabe. Jetzt schlagen wir 4 gerade vorwärts. Ich fange mit links an, Rechtsfußschläger fangen mit rechts an, die mit links schneiden. Hier stellen wir uns frontal hin. Jetzt schlagen wir 4 gerade vorwärts. 1, 2, 3, 4 und schlagen den linken Haken mit dazu noch. Und dann dasselbe im Rückwärtsgang. 1, 2, 3, 4, links Haken. Das machen wir jetzt eigentlich nur durch. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Immer den linken Haken noch zum Schluss mit einnehmen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hand weglegen, dann machen wir die letzte Runde jetzt ohne Hand. Einmal ausschütteln. Nach vorne marschieren, 1, 2, 3, 4, 5 und dann rückwärts marschieren. 1, 2, 3, 4, 5. So, das war das heutige Training. Zum Schluss könnt ihr euch noch auswärmen. Entweder springt ihr 10 Minuten Seil oder geht auf dem Fahrrad 10 Minuten, falls ihr im Fitnessstudio seid. Oder dehnt euch zum Schluss noch ganz locker aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked bitte meinen Kanal, teilt den Beitrag, liked das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Eifertz.